Ja, mal wieder herzlich willkommen im Reich der Vergoldung bei Betzmann Galvanik. Ja, viele bestellen im Internet in meinem Shop verschiedenste Produkte und wenn man natürlich Laie ist und man sich so durch den Shop durchklickt, dann ist man natürlich verwirrt, weil man versteht irgendwie nur Bahnhof und böhmische Dörfer. In der Regel gibt es ein Komplettset, da ist alles dabei. Es gibt eins zum Vergolden und eins zum Verchromen. Da wäre dann jeweils wirklich alles dabei, vom Netzteil bis zum Elektrolyt, um das Verchromen durchzuführen. Und wenn man es dann letztendlich ergänzen möchte, wenn man Schwarzruthenium, Schwarzrhodium, Kupfersilber, Roségold und so weiter haben möchte, braucht man immer nur das einzelne Elektrolyt und entsprechend einen Stoffpad. Ich habe jetzt hier mal eine Bestellung von einem Kunden. Das wäre jetzt dieses BMG 25A500. Das heißt, ein sehr umfangreiches Set. Und was da alles dabei ist, jetzt zum Verchromen, möchte ich mal zeigen. Es sind noch sehr viele andere Elektrolyte dabei. Aber ich erkläre mal ganz kurz die Zusammenstellung und auch den Sinn. Und dann klemme ich mich mal einfach mit ins Bild. Also wir haben hier letztendlich das Netzteil 25 Ampere, reicht vollkommen aus. Und dazu die entsprechenden Kabel. Das 500er hat jetzt drei Kabel. Ich mische das dann immer bunt. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt hier im Bild. Ansonsten bin ich im Bilde, aber hier im Bild. Ja. Und zwar haben wir hier ein schwarzes Kabel Minus und drei Plus Kabel. Beziehungsweise verschiedene Farben, damit man es halt einfach später, wenn man es am Handgriff ansteckt, vielleicht unterscheiden kann, wenn man gleichzeitig mit allen Griffen arbeiten möchte. Dass man sagt, der rote ist jetzt zum Beispiel der Entfetter, das gelbe ist zum Aktivieren und das grüne nehmen wir zum Vergolden. Ja, und das schwarze ist das Minus. Da ist natürlich eine Klemme dran. Ich schicke auch manchmal zwei mit. Ja, es ist so, dass hin und wieder die Qualität der Klemme nicht ganz glücklich ist. Und wenn man natürlich dann schon nach ein paar Wochen einfach sagt, ich bräuchte eine neue Klemme, ist es doch schön, wenn man eine Ersatzklemme hat. Dann haben wir hier die sogenannten Handgriffe oder Anodenhalter. Kleinen Moment, ich muss mal kurz checken. Jawohl, genau. Also, es reicht, wenn meine Hände sieht, der Rest ist uninteressant. Der Anodenhalter, der Anodengriff, habe ich früher mit Flügelschrauben, Flügelmuttern geschickt. Die waren aber nicht isoliert, sodass man immer beim Kontakt im Werkstatt hier manchmal einen Funken hatte. Hat man halt ablackieren können. Aber jetzt habe ich es mit Rändelschraube. Hier vorne steckt man dann die entsprechende Elektrode ein. Ja, Schnellverschluss ist optimal zum Wechseln. Ja, so halten die wirklich ewig. Muss man es nur noch so weit aufdrehen, dass es auch mal sitzt. So. Elektrode, Elektrodenhalter, ich sage Griff dazu, hinten das Kabel eingesteckt und dann entsprechend an der Buchse fixiert und so sind wir eigentlich schon fit. Also wir haben bei diesem Set haben wir drei Handgriffe dabei. Das Schöne ist, wie gesagt, man kann dann mit drei Handgriffen gleichzeitig arbeiten und dann haben wir dabei drei dicke Edelstahlelektroden 6 mm und es gibt eine Edelstahlelektrode 4 mm. Hat einfach was mit der Fläche zu tun, ja, wenn man kleine Flächen oder große Flächen hat, beziehungsweise dann auch die entsprechenden Stoffpad. Der sogenannte bauschige Stoffpad, man sagt Tampon dazu, ja, weil er die Flüssigkeit trägt und dann auf die Oberfläche aufbringt, kann man mit dem sogenannten Fixiergummi einfach auf die Elektrode draufklemmen, hier einmal festhalten, ein paar Mal rumdrehen, bis es fix ist. Was ich immer mache, weil es ist halt so, wenn der feucht ist und man den in den Becher eintaucht, bleibt er halt immer hängen und dann muss man es immer wieder rausfriemeln. Ich halte es halt während Beschichten immer ganz gern mit dem Finger fest. Man kann es aber fixieren. Man kann es dann auch trotzdem von der Elektrode lösen mit dem Fixierband und dann halt ein bisschen reinfriemeln. Wichtig ist, jeder Stoffpad nur fürs gleiche Elektrolyt. Also einmal Entfetter, einmal Aktivator, immer Aktivator, weil die kann man nicht auswaschen, in die Buntwäsche stecken und dann wieder, ja, müssen wir auch darauf warten, bis die Wäsche fertig ist. Also von dem her wäre das ja nicht praktisch. Es gibt dann den sogenannten dicken mehrlagigen Stoff, der geht bis 6 mm Elektrode. Das heißt, wir haben hier vorne und auf der Rückseite ein Einschubloch. Das heißt, auch wenn hier sich die Elektrode durchreibt, können wir das einfach tauschen. Diese Stoffpads, die halten wirklich ewig, sei denn, man hat eine raue Oberfläche, die wie Schmirgelpapier das langsam durchscheuert. Dafür sind die dicken Mehrlagigen auch sehr robust. Aber wie gesagt, die halten schon sehr lange, es sei denn, die Oberfläche ist sehr rau. Dann kann man mit denen probieren, weil die Bauschigen, die sind dann sehr schnell durch. Aber man hat natürlich beim Beschichtungsprozess natürlich auch sehr viel Geld verdient, sodass ein, zwei, selbst fünf oder zehn Stoffpads da locker drin wären. Also wenn ich 10 Stoffpad kaputt mache,
dann habe ich auch eine Riesenfläche beschichtet und dann auch entsprechend einen Profit gemacht. Von dem her kann man das Kosten-Nutzen-Risiko kann man immer minimieren, indem man einfach sagt, okay, ganz hohe Fläche, nimm den dicken Mehrlaging und dann hält es schon ziemlich lang. Oder man badet es, also man macht ein kleines Tauchbad, geht auch. Dann haben wir den dünnen Mehrlagigen, ich zeige auch nochmal, der hat lauter so mehr Lagen, klar. Und jede Lage ist bis da oben hin leitend. Das heißt, wenn ich mal ganz kleine Ritzen, Ecken, Kanten habe oder Ecken, kann ich also hier bis in die kleinste Faser überall das Elektrolyt anbringen und beschichten. Dieser Stoffpad ist natürlich für die 4 mm Elektrode gedacht. Bitte dran denken, Kupferelektrode, Nickel, Silber und Platin, Graphit und so weiter, also alle anderen außer dieser Edelstahl, die gibt es nur in 6 mm, da können wir mit der dünnen nichts anfangen. Man könnte jetzt natürlich das Loch ein bisschen erweitern oder entsprechend die Elektrode vorne ein bisschen spitz zulaufen lassen, würde ich aber nicht machen. Ja, also der sagt, ich brauche unbedingt das Ding, dann können wir die Nickel-Elektrode irgendwie abschleifen und dann reinstecken, das geht auch. Also ich habe den einen oder anderen Kunden, der macht das. Dann gibt es die sogenannte Nickel-Elektrode, die ist jetzt beim Chromset mit dabei, weil mit der Nickel-Elektrode kann man klar vernickeln und man kann verchromen, weil das Verchromen scheidet, wir arbeiten mit dem Chrom 3, nicht mit dem Chrom 6, das ist giftig, das ist in der Badgalvanik. Und das Chrom 3 scheidet ein Tickchen dunkler ab, gibt es ein paar Tricks, ich habe da auch einen Leitfaden dazu. Mit der Nickel-Elektrode das Chromelektrolyt auf 60 Grad erwärmen und vielleicht noch 5% Salzsäure, 1, 2, 3 Milliliter auf 20 Milliliter dazu. Und dann macht man das Bad ein bisschen sauer. Alles frei verkäuflich im Internet. Ich nenne ja auch immer die Quelle, wo man es herkriegt, von dem her keine Panik. Nickel-Elektrode, falls man sie mal vertauscht, zeige ich mal hier, die ist leicht gelb im Gegensatz zur Edelstahl-Elektrode. Das heißt, wenn man die mal vertauscht durchs Runterfahren oder mal kurz im Becher liegen lassen, man sieht es, die ist gelb, Schrägstrich, ein bisschen längs gerillt. Von dem her kann man die immer gut unterscheiden. Die ist wirklich top. Zu den Elektroden ist so, jede Elektrode ist ultimativ einsetzbar. Das heißt, ich kann quasi, wenn ich die im Handgriff gesteckt habe, kann ich also quasi Stoffpad entfetten, abziehen, mit Wasser spülen, aktivieren, abziehen, mit Wasser spülen, vergolden. Ich könnte also mit einer Elektrode sehr, sehr viele Bestichungsprozesse machen. Es gibt natürlich für unterschiedliche Elektrolyte auch manchmal eine geeignetere oder optimalere Elektrode, wie zum Beispiel zum Versilbern eine Silberelektrode oder zum Verkupfern eine Kupferelektrode oder zum Vergolden die sogenannte Platinelektrode, das ist ein platinierter Titanstab, ja. Und der natürlich klar vorsichtig sein beim Reinigen, weil das ist hier rau, das ist Platin auf dem Titan und wenn man jetzt natürlich damit Schmirgelpapier oder so sauber macht, dann reibt man das Platin runter. Ja, das ist zum Vergolden sehr gut, scheidet das Gold sehr gut und sehr tief ab. Sogenannte Graphitelektrode, die ist jetzt im Zubehör erhältlich, die ist neutral. Damit kann man sehr viele Beschichtungssachen machen, gerade im dunkleren Bereich, Schwarzchrom, Schwarzruthenium, Schwarzrhodium. Man kann Rosé vergolden, Weiß vergolden und so weiter. Diese ganzen Goldmixtöne kann man machen, auch mit Platin. Ich habe eine umfangreiche Liste. Da bitte nicht verrückt machen lassen, da man sagt, oh, so viel Material. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Hier ist noch ein separater Griff, den der Kunde mitbestellt hat. Und jetzt gibt es folgende Beschichtungsschritte. Das heißt, alles was normal Material ist, also das normale Metall, wie Kupfer, Messing, Silber, Edelstahl, alle diese Sachen, die werden immer zuerst entfettet. Allerdings die ganze Vorarbeit, wie zum Beispiel Entrosten, Hochglanz polieren, Hochglanz verdichten, Kratzer rausmachen, das hat alles was mit Polieren zu tun, Poliertechnik, sei es durch Hochglanz polieren in Form von Polierburg, schnelllaufende Scheibe, Schwabbelscheibe, Baumwollscheibe, Sisalscheibe mit Polierklötze, also Paste oder die kleinen Sachen per Hand, ja. Scheuermilch, Gundelputz, Esterglanz, alles was man findet, um Edelstahl auf Hochglanz zu bringen. Mikrofasertücher, Edelstahlputzmittel, Goldputz, also alles was vor der Beschichtung überhaupt, bevor man losgeht, anfängt, das hat natürlich hier nichts mit Beschichten zu tun. Das ist einfach das Herstellen der optimalen Oberfläche. Ja, wenn jemand sagt, ich brauche unbedingt den optimalen Glanz, dann muss man es vorher polieren, nicht nachher. Also es bringt nichts hier, die ganzen Schritte durchzuarbeiten und letztendlich dann am Schluss als Gold zu polieren, weil dann ist es wieder weg. Ja, ich gehe auch nicht hin und poliere einen verchromten Wasserhahn, weil nach ein paar Minuten richtig effektiver Poliererei ist das Chrom auch weg. Also
Das macht keinen Sinn. Deshalb immer vorher, auch in der Badgarwane. Jetzt, es gibt keine Beschichtungstechnik, wo man nicht vorher irgendwo was mit leisten muss, wie beim Lackieren, Anrauen, Anschleifen, ja, in der Badgarwane schleifen, polieren, und so ist es hier auch. Also bitte nicht der Meinung sein, so nach dem Motto, oh, da hängt mir jetzt irgendwas in so ein Elektrolyt rein, wartet 10 Minuten, dann kommt es hochglänzend raus, vergesst es, das gibt es nicht, ja. Es gibt Säurebäder, ist klar, da kann man Hochglanz elektropolieren oder solche Dinge. Ja, das ist aber ein ganz anderes Verfahren. Also alle Metalle, die nicht verchromt sind, werden mit dem sogenannten Elektrocleaner gereinigt, entfettet. Ich habe ja unzählige Videos, wo man sieht, man kann stromlos entfetten. Also einfach mit dem Schwämmchen die Fläche richtig sauber. Das Hochleistungsentfetter, der ist absolut top. Oder man hat verchromte Flächen, die man entchromen möchte, nimmt man sogenannten Entchromer. Das heißt, man steckt den Handgriff ins Minus, Minuskabel ins Plus, in Verbindung mit dem Chromstripper. Bei 5, 6 Volt löst sich das Chrom schön sanft sauber ab. Drunter kommt eine hochglänzende Nickelschicht zum Vorschein. Die kann man dann weiter bearbeiten. Manchmal ist so, der Chrom ist schadhaft. Manchmal haben es mit Sandstrahlen und dann sieht das Ding Katastrophe aus. Der Nickel ist richtig matt, muss neu aufpoliert werden. Mit dem Chromstripper ist das Chrom weg und der Nickel erhält den Glanz. Der Chromstripper greift auch nicht den Nickel an, von dem her kann man da also ganz locker und easy arbeiten. Es gibt da immer wieder Leute, die versuchen, den Edelstahl zu entchromen, obwohl da gar kein Chrom drauf ist. Ja, ich kriege also hin und wieder mal auch eine E-Mail oder WhatsApp. Ich habe jetzt versucht, das Aluminium zum Entchromen. War nicht verchromt. Ich habe versucht, Edelstahllöffel zu entchromen. War gar kein Chrom drauf. Und dann gibt es Flecken und dann gibt es Fragen. Und dafür gibt es aber einen Leitfaden, da steht das drin. Und das ist eigentlich, ich sage mal sinngemäß, ein Chromstripper oder ein Chromentferner entfernt halt nun mal Chrom und macht nichts anderes. Ja, er lacht. Das ist bei mir Alltag. Als zweiter Schritt, also entweder entfetten oder entchromen, kommt als zweiter Schritt der sogenannte Aktivator. Der Aktivator entfernt von nickelhaltigen Schichten, wie Nickel entchromt oder, also wenn ich entchrome, kommt der Nickel, oder ich habe Edelstahl oder Messing, wo Nickel drin ist, entfernt die Oxidschichten. Den Aktivator bitte bei 2,7 Volt Minimum-Einstellung am Gerät nutzen. Sollte es anfangen schwarz zu werden, leichte Verbrennungen, oberflächlich irgendwo ein bisschen fleckig werden, stoppen, nur entfetten, die Flecken sofort entfernen, Mikrofasertuch drüber polieren und dann nur entfetten und dann direkt die Beschichtung drauf, weil dann ist was im Material drin, was nicht aktiviert werden soll. Hin und wieder kann man den Aktivator mit destilliertem Wasser verdünnen, meistens in gleicher Menge, um den Prozess ein bisschen ja, zu minimieren, dass der Aktivator nicht ganz so extrem arbeitet. Dann hätten wir noch unzählige Dinge. Man kann zum Beispiel vernickeln, wenn man Messing oder weiches Material wie Kupfer vergolden will, kann man Nickel als sogenannte Sperrschicht auftragen. Man könnte es natürlich auch mit Palladium machen, weil es antiallergen ist. Nickel steht ja in Verdacht, krebserregend zu sein. Daher ist dieser Nickel auch für jedermann geeignet, beziehungsweise auch verkäuflich, weil wir ein anderes Nickelsulfat haben, beziehungsweise der Inhalt einer anderen Norm entspricht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine sogenannte Zwischenschicht aufzubringen in Form von Goldflash. Edelstahl zum Beispiel, wenn ich verchromen möchte. Chrom geht nicht direkt auf Edelstahl, brauche ich eine Zwischenschicht. In der Badgarwanik nimmt man Kupfer, Nickel und dann Chrom. In der Stiftgarwanik kann ich meistens Gold nehmen und dann verchromen. Ich kann verchromen auf Kupfer, auf Nickel und auf Gold. Das sind immer so die drei optimalen Flächen, auf denen ich arbeiten kann. Goldflash ist optimal. Goldflash ist transparent im Vergleich zum normalen Gold, weil es halt keine Härtezusätze hat. Ja? Diese pinke Farbe hier ist ein Härtezusatz, Kobalt. Und der Goldflash hat das nicht, sind 2 Gramm Gold drin, scheidet auch sehr schnell ab, als Zwischenschicht optimal geeignet oder auch als optische Schicht, zum Beispiel Hufeisen und so weiter, Kugelschreiber in die Vitrine, also Dinge, die nicht regelmäßig gebraucht werden und man einfach nur eine Goldoptik braucht, empfiehlt sich der sogenannte Goldflash. Ist im Paket der in den Chromsets mit dabei. Ja, ich stelle das mal hier hinten hin, was alles mit dabei ist. Und dann haben wir hier auch das Chrom, in dem Fall jetzt ein Liter, in der 500er Version haben wir das Chrom 3 Elektrolyt. Wie gesagt, ist alles EU-Norm gelabelt. Ich habe da auch, wie gesagt, die Datasheets, die ganzen Materialdatenblätter alle auf online und stelle das auch jedem immer oder gerne zur Verfügung. Wer es per E-Mail nicht bekommt, im Spam-Ordner mal nachschauen bzw. mich einfach nur mal anschreiben. So, jetzt gibt es noch natürlich die Möglichkeit, mit Messing zu beschichten. Gibt es das sogenannte Messing-Elektrolyt, gibt es im Shop. Dann gibt es die Möglichkeit zu versilbern, da muss ich noch was nachfüllen. Ja, also Silber-Elektrolyt. Dann gibt es, der Kunde möchte Platin, ja, mit Platin beschichten, eine sehr edle
Optik, so einen leichten Grauton. Roségold, fertig gemischtes, 18 Karat. Es gibt auch noch einen Roségold-Mixer, da kann man die Roségold-Töne machen. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Aluminium beschichten möchte, die einfache Variante wäre, Hochglanz polieren, sauber verkupfern. Wenn es richtig schön rot abscheidet, die Fläche schön gut angenommen hat, kann man das saure Kupfer dann wieder vernickeln, vergolden, verchromen, wie auch immer. Und die zweite Variante wäre, wenn das nicht funktioniert, den sogenannten Aluminiumaktivator. Der ist auch im Zubehör erhältlich. Und dann ist es so, dass der Aluminiumaktivator als sogenannte Zinkatbeize die Oxidschichten des Aluminiums abbeizt, eine Zinkatschicht auflegt. Die überschüssige Zinkatschicht wird mit einem weichen Tuch abgewischt und dann wird bitte alkalisch verkupfert, nicht sauer verkupfert, weil das saure Kupfer würde mit der Säure diese Zinkatschicht wieder ablösen. Deshalb nimmt man hier das alkalische Kupfer. Wer da einfach Fragen hat, bitte E-Mail schicken und sagen, ich möchte gerne Alu machen, was brauche ich? Oder saure Kupfer, Hochglanz hat nicht poliert. Weil wie ist das nochmal mit dem Alu-Aktivator? Ich erkläre das immer alles. Wie gesagt, ich habe auch immer einen Leitfaden dabei. Schlussendlich habe ich noch hier ein 8 Gramm Gold, das ist ein halber Liter. Man sagt, bei allen Elektrolyten, man kommt ungefähr mit 100 Milliliter schaffen, ein Quadratmeter. Also sehr, sehr ergiebig, mit wenig Materialeinsatz, Maximum Profit. Kann man da wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen. Der Markt ist gigantisch. Also ich könnte listenweise machen, ja, von Flipper über Motor, also Flipper-Restaurateure, die einzelne Flipper-Teile vergolden über Fahrzeug-Tuning, Auto-Tuning, Motor-Tuning, Flugzeug, was habe ich noch? Wollen umschauen, Kupferkessel für die Brauereien, Schlüssel, Handys, Autoteile, diese E-Zigaretten, die zurzeit ja explodieren, Shisha-Pfeifchen in allen möglichen Varianten, Roségold, Schwarzruthenium und so weiter. Das ist jetzt das 8 Gramm Gold. 8 Gramm Gold Liter, also 8 Gramm Gold in einem Liter Elektrolyt, scheidet sehr schnell ab, brutal schnell. Und dann gibt es noch die Variante mit 12 Gramm Gold im Liter, ist noch schneller. Ich nenne das ist Highspeed Gold, weil es einfach brutal schnell geht. Der Unterschied ist einfach nur, ich mache bei gleicher Zeit eine dickere Schicht, die ich aber nicht sehen kann. Das heißt, wenn ich beschichte, habe ich meistens immer, man sagt immer ungefähr eine Minute, die ich bestreichen kann, ein Mikron. Und wenn ich natürlich 12 Gramm Gold habe, habe ich natürlich in der gleichen Zeit wesentlich dickere Schicht. Ist aber nur messbar mit aufwendigen Verfahren, ist also optisch nicht möglich, dass ich einen Löffel beschichte und dann sage, ach, da ist nur ein Gramm und da ist zwei, man kann es fühlen, man kann es sehen, never. Ja? Also ich kann es nicht sehen, wie dick eine Schicht ist, weil es im Mikronbereich ist, ein Mikron, tausend Millimeter. Ich war nicht gut in der Schule, aber ich habe es gegoogelt. Ja, von dem her ist das so, dass man die Schichtdicken nicht sehen kann. Deshalb macht man es halt so, alles was benutzt wird, wie Fahrzeuge, Schlüssel und so weiter, beschichtet man halt sehr dick. Und alles, was einfach optisch in die Vitrine verschwindet, reicht einfach Vergoldung optisch. Hier ist noch die sogenannte Auffangwanne mit dem Edelstahl-Lochblech. Da kann man an der Seite das Minus dran klemmen, dann läuft der Strom durch. Wenn praktisch Plus auf das Teil geht, schließt sich der Stromkreislauf und die Elektrolyse findet statt. Man kann es auflegen oder man kann es halt anklippen. Man hat eine schöne Auffangwanne, das heißt, alle Elektrolyte können da drin aufgefangen werden. Es entstehen beim Zusammenlaufen der einzelnen Elektrolyte keine giftigen Dämpfe. Es gibt an sich auch keine Dämpfe und keine chemischen Reaktionen. Die Sachen sind für jedermann verkäuflich und dann kann man es schön auskippen in einen Plastikbehälter und das dann der örtlichen Sammelstelle zuführen, wo man Öle, Lacke, Farben, Batterien und so weiter losbekommt. Da kann man das ganz kostenlos abgeben. Das sind milde alkalische Flüssigkeiten. Prüfflasche wäre in dem Sinne Falle noch dabei. Bei dem großen Set sind 10 Stoffpads, bei den kleineren sind es immer 6, kann man ja dann immer nachbestellen. 10 Aufbewahrungsbecher, kleine, skaliert, kann man dann halt mit verschiedenen Becherfarben und dann an der Seite und oben am Becher beschriften, was drin ist. Dann sind hier zum Beispiel noch 3 Galvanik-Auffangwannen oder Arbeitswannen dabei. Ich könnte zum Beispiel über der großen entfetten, über der könnte ich aktivieren und über der vergolden oder andersrum oder ständig ausleeren. Was immer gut ist, dass man zum Beispiel bei jedem Elektrolyt, was man beschichtet, Platin, Gold, Chrom und so weiter, immer eine saubere Wanne nimmt. Das heißt, das Elektrolyt, was in die Wanne reinläuft, kann ich wieder komplett so lange beschichten und benutzen, also immer wieder rausholen, bis das Elektrolyt verbraucht ist. Dann gibt es hier noch den kleinen Galvano-Pen für ganz kleine Flächen. Viele denken immer an Stiftgalvanik, natürlich an dieses kleine Mini-Ding. Ja, man schaut sich mal diese
kleinen Filze an, die kommen da vorne rein und hinten letztendlich dann das Strom. Es ist schon so, dass man mit diesen kleinen Dingern jetzt nicht anfangen darf, irgendwelche Löffel oder große Teile zu beschichten, weil das ist wie wenn ihr mit einem Filzmalstift versucht, ein Poster 2 auf 2 Meter auszumalen. Ja, da kann man sich vorstellen, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr immer noch dran bin und wahrscheinlich 400 dieser Filze verbraucht habe. Sondern es ist so, dass man da wirklich kleine filigrane Dinge macht, wie Uhren, Kronen, Lünetten oder auf einer Münze irgendwelche Sachen oder auf einem Ausschnitt von einem Messer, dass ich dann da eine Gravur, ein Auge oder eine ganz feine Linie nachziehen möchte. Dafür ist das gedacht, kann man den Strom hinten dann richtig dann auch erhöhen und anpassen, dass die Abschaltung vorne durch ist. Die Filze müssen entsprechend gut durchgeweicht werden, damit die auch von vorne, also vom Inlay, Graphit-Inlay bis nach vorne durchleiten. Und wie gesagt, hier nochmal im Vergleich, ja, die großen Stoffpads, die gehen natürlich noch weit zügiger. Wenn wir gerade schon dabei sind, zeige ich noch einmal die sogenannte flache Edelstahl-Elektrode und die platinierte Elektrode. Hier ist praktisch Platin. Das ist dann die Arbeitsfläche und da ist man natürlich, wenn man Felgen oder Briefkästen macht, ist man natürlich da mega schnell am Arbeiten. Die ganze gibt es noch in XL-Version, die hat eine Länge von 15 cm und eine Breite von 5 cm und da geht richtig die Post ab. Das sind also wie gesagt jetzt die Grundelemente vom Set, vom BMG 25A500 in der Chromversion. Und zusätzlich hat man hier jetzt noch in der Bestellung Messing, Alufarbehandler, alkalisches Kupfer, Silber, Platin, Roségold und normales Gold. Der Rest und die Wanne, der Rest, was hier liegt, gehört quasi zum BMG 25A500 Set. Wie gesagt, die Grundversion hat immer 25 Ampere. Die ist super, die reicht perfekt aus, die schafft jede Größe, egal von der Münze bis zum kompletten Treppengeländer. Es ist ja kein Lackierverfahren, also dass irgendwas nass da trocknen muss, sondern man arbeitet sich Zentimeter Schritt für Schritt nach vorne durch. Man kann aufhören, man kann anfangen, man kann an verschiedenen Stellen anfangen und aufhören. Man hat am Schluss immer eine durchgehende, gleichmäßig hochglänzende oder je nachdem wie der Untergrund ist, entsprechende Schicht. Von dem her kann man also wirklich sehr oft Pause machen, wenn einer mag. Ja, wenn einer sagt, ich arbeite nicht gerne als eine halbe Stunde, da brauche ich immer 10 Minuten Kaffeepause und muss nur eine rauchen gehen. Das ist hier für die Sache optimal. Wer Fragen hat, immer gerne melden. Ja, wer sagt, wie sieht denn das aus mit Werbung? Ja, ich brauche gerne auch Texte und ich brauche Fotos, aber ich will kein Lizenznehmer werden. Ist alles machbar. Wer sagt, ich will nur das Logo haben von Real Gold, das ist geschützt beim deutschen Patent- und Markenamt in München.